about Katja Kratzer-Witze. Heißt die Katja Kratzer-Witze und Dieter Bohlen. Ja, was passiert in DSDS? Let's check this out. Und zwar haben wir hier erstmal das Horoskop von den Bohlen. Das ist jetzt praktisch wieder das korrigierte Horoskop für die Leute, die mit klassischer Astrologie arbeiten. Also ich habe 23 Grad zurückgemacht, weil der hat nämlich Sonne im Steinbock. So, sein Merkur ist aber im Wassermann. Und hier seht ihr praktisch die Sterne, wie sie im Moment sind. So, der Saturn ist auf seinem Merkur. Saturn alle 30 Jahre ist auf seinem Merkur. So, pass mal auf, was er jetzt hier für einen Teil hat. Er hat nämlich Merkur-Spannung. Mars ist genau diese Sache, wo er praktisch andere Leute eben ja, verletzt als seine Heavy Speech. Ich zeige euch das hier, damit ihr das richtig seht. Also hier haben wir das Teil. Das ist das Offender. Offender-Teil von Dieter Bohlen, wo er immer Sachen raushaut, wo er unter die Gürtellinie geht, okay? Und da ist der Saturn drauf, gerade jetzt bei der 20. DSDS-Show ist es. So, deswegen kann ich euch schon mal eine Prediction machen, dass er, wenn er drin bleibt in DSDS zum Live-Shows, kriegt er auf jeden Fall die Soße. Also Saturn wird ihm lehren, sozialer zu sein. Also er ist derjenige, der humble werden muss oder er fliegt raus. So wie ich das sehe, ist diese Sache hier exakt genau im April, wenn die Live-Shows sind. Ich habe jetzt gerade auf Februar, lassen wir einfach mal vorlaufen. So, da kommt er, der Saturn. Da hat er sogar Merkur Return im, kriegt er nochmal eine Chance. Hat er nochmal Merkur Return, also Merkur, laufender Merkur ist auf seinem Geburtsmerkur und dann kommt der Saturn da drauf. Hier. Genau Ende März, Anfang April, ja, genau Ende. Ich weiß nicht genau, wann die Shows sind, aber hier ist er zum Beispiel, genau, der wird auch noch rückläufig auf den Merkur. Das ist jetzt überhaupt sein Ding. Für die nächsten Monate wird er da dran arbeiten. So, und jetzt haben wir noch hier, innen ist Bohlen und außen ist Katja K. So, jetzt schau dir das an. Erstmal Opposition Sonne natürlich. Hat er sich genau das Richtige ausgesucht. Also hier knallen die Egos aufeinander. Nicht nur das. Mond sind auch in Spannung. So, und jetzt kommt was total Interessantes. Bohlens Mond, der im Musikmond ist, ja, weil Mond in Fisch, er hat ein gutes Gefühl für Musik. So, aber das ist jetzt anders. Wir wollen nicht in die Live-Vision gehen. Wir müssen immer das Horoskop so sehen. Gemäß der Frage, die wir stellen an das Chart, kriegen wir Antworten. Und hier ist also der Saturn Ketu von der Katja ist auf dem Mond. Ja, ist das ein Zufall? Da gibt es 360 Grad. Könnte jetzt überall stehen. Der Mond ist der schnellste Planet, aber nein, Mond ist genau auf ihrem Ketu. Das bedeutet karmische Verbindung. Das bedeutet, dass er hat sie mal emotional in einem wichtigen vorangegangenen Leben, was ich auf dieses bezieht, schachmatt gesetzt, also eher emotional den Boden unter den Teppich weggezogen. Und jetzt kommt Bohlen irgendwann mal, wahrscheinlich genau jetzt, wo Jupiter das triggert, weil Jupiter ist im Moment im Fischen in Transit, bekommt Dieter Bohlen genau das gleiche Gefühl, was er der Katja im vorangegangenen Leben gegeben hat. Und die haben sich ja am Anfang auch sehr gemocht. Also ich habe gehört, die haben irgendwie was zusammen gemacht, sogar ein Lied aufgenommen. Bohlen wollte sie unbedingt in der Jury haben. Warum? Weil am Anfang bei diesen Konstellationen hast du so ein Déjà-vu. Du hast so einen Trigger, weil du kennst die Person vom vorangegangenen Leben. Und Mond im Fischen zeigt hier eigentlich Compassion. Also er ist interessiert an ihrer Vergangenheit, weil dieses Saturn-Ketu-Teil, das ist ein ganz heftiges Karma. Das ist genau das Ding, wo Katja eben ja geschädigt wurde in ihrer Jugend. Aber darauf will ich jetzt nicht im Großen eingehen, bloß so viel, als Saturn stoppt
Und Keto ist die Befreiung, also er stoppt praktisch die Freiheit der Person und sie möchte gerne etwas loslassen, sie möchte eine Story hinter sich lassen, aber Saturn gibt das nur ganz langsam raus. Also es ist eine Lernsituation. Ich müsste natürlich Katjas Uhrzeit haben, um zu sehen, in was für einem Haus das ist, aber das nur nebenbei. Hier bedeutet es einfach, dass die beiden sich kennen und dass da ein karmischer Schlagabtausch stattfinden wird. Und dass es jetzt sein wird, sehr wahrscheinlich ist klar, weil halt Jupiter da ist. Im Moment, im Fischen, ja. Und nachdem wir gesehen haben, dass der Mond in Spannung ist, dass die Sonne in Spannung ist, sehen wir hier auch der Merkur. Also die sprechen Chinesisch füreinander. Sie haben Merkur-Merkur-Position. Ja, sie hat Merkur im Löwen, er hat Merkur im Wassermann, ja. Und dann eben dieses Mars-Quadrat. Oh, das ist ganz schön heftig. Also er hat dieses Mars-Quadrat, ja. Und sie denken halt oppositionell to each other. Normalerweise kommen die Leute intellektuell schwer zusammen. Ist ganz schön anspruchsvoll, die Geschichte. So hat das RTL-Team die richtigen zusammengemischt. Ich wollte bloß dieses kleine Statement dazu geben für die Leute, die es interessiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Diejenigen, die noch nicht meinen Kanal abonniert haben, gerne send me a like, comment if you want. Und falls du dein Horoskop machen willst mit jemand anders, Gegenüberstellung, karmische Verbindung verstehen möchtest, checken möchtest, ob du dich und wie du dich in einer Beziehung zu engagieren hast, dann hier ist meine E-Mail eingeblendet, einfach E-Mail an mich senden und dann kannst du erstmal in meine kostenlose WhatsApp-Gruppe reinkommen und du kannst ein kostenloses Infogespräch haben über eine eventuelle Session mit mir. Ich verbleibe euer Astrologe. Ciao.